Ja, grüß euch. Unter der Himmelstirn war bei der Zusammenstellung da von unserer Spielerei auf der Alten Moar-Alm, da im Juni, glaube ich, haben wir da gewinnt, das erste Stückchen, was ich da gehabt habe, und da bin ich ein paar Mal gefragt worden, ob ich da ein Lernvideo dazu mache. Radofenstücke stehen und fallen mit der Betonung und mit der Art und Weise, wie man spielt. Das heißt, die Griffs sind das eine, aber ich muss das mit der Dynamik und auch das, wie die Töne angesetzt werden, also dass ich nicht, sondern oft einmal eine Spur. Ich lasse das jetzt bei der Erklärung weg. Hört es euch bitte einfach an, wie es ich spiele. Hört es euch vor allem an, wie es der Engel spielt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und dann findet ihr keinen eigenen Weg, wie es euch am besten taugt. Bewusst nicht mit der GCFB, weil das einfach ein Stickel ist. Das gehört auf der Asmusik gespielt, also auf der BSSDS. Und vor allem die Tonkammer tat da einfach überhaupt nicht. Die ist viel zu brav für die Stickel. Ja, gehen wir so. Der Auftakt relativ einfach. Schön stark werden unter die Töne wieder. Beim ersten Teil immer die erste Hälfte schön zackig abgehackt und dann ins Runde einwechseln. Ähnlich wie beim ersten Sepp. Nochmal von vorn. Und da wirklich schön betonen. Und dann. Zweiter Teil. Also kann man mit dem Basswechsel begleiten. Da hört es ein bisschen schnell sein. Und unbedingt schauen, dass trotzdem die Töne voneinander trennt sind. Also nicht, sondern Trio. Der Übergang vom ersten Teil ins Trio schön absetzen und dann ganz stark anfangen. Also Bass. Dann nochmal von vorne. Und dann geht's. Bei der Wiederholung ist jetzt die Oktave dabei. Ich spiele das mit dem kleinen Finger, kann man aber auch so. Und da schön langsam, also ein bisschen mit dem Tempo runtergehen. Es merkt zwar die Tänzer nicht, aber es klingt einfach extrem lässig. Wieder auf zweistimmig wechseln, dann ganz normal weiter. Dann wieder von vorn, wieder mit der Oktave. Ja, das war's. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Für euch.